Herzlich willkommen zu Dschungelfieber, dem Sendeplatz der grenzenlosen musikalischen Bandbreite, von hart bis zart und kreuz und quer durch alle Stilrichtungen. Am Mikro ist wieder Heiko alias Enzo Dobedini. Und ich habe heute einen Gast, ja, Oliver Segers, ich grüße dich. Guten Abend. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil ursprünglich hatten wir für die heutige Sendung, weil es jetzt 2 Jahre her ist, dass Coco Schumann verstorben ist, eine Sendung über ihn zu machen, und du hattest dann den Vorschlag gemacht, ja, weil heute ist auch der 75. Jahrestag der Befreiung des KZs oder Vernichtungslager, würde ich eher sagen, Auschwitz ja. war, doch eine Sendung über Antisemitismus zu machen, und du hast es, ich habe dem auch zustimmen, also heute ist es keine reine Musiksendung, sondern ja, eine essayistische Sendung, würde man, könnte man sagen, ne? Ja. Und du hast dir Gedanken gemacht und einen Vortrag ausgearbeitet und hast ihn, ja, Fragmente des Antisemitismus genannt. Genau, Fragmente, Bruchstücke, weil ich auch in einer Stunde natürlich nicht alle Aspekte benennen kann, aber ein paar Aspekte, die mir dann recht wichtig sind. Ich denke, ich stelle mal kurz den Ablauf vor. Ich habe 6 Fragmente. Wir beginnen mit dem Antisemitismus heute. Wir schauen nach linken Antisemitismus, nach rechtem Antisemitismus, natürlich verbunden mit der AfD. Wir gehen dann im zweiten Teil, gehen wir ein bisschen in die Theorie rein. Wir starten dann mit dem religiösen Antisemitismus, gehen zum ökonomischen Antisemitismus und dann zum Abschluss ein Fazit. Was heißt das für die heutige Zeit? Wie sieht der Antisemitismus heute in der Moderne aus? Gibt es da Dinge, die sich durchhalten? Werden wir sehen. Gut, das finde ich, das klingt spannend. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Stück von Coco Schumann an. Genau. Ja, zu Coco Schumann ist, ja, so viel zu sagen, der war ein herausragender Jazzgitarrist gewesen. Ja, wie gesagt, vor 2 Jahren verstorben. Er war in Theresienstadt und später im KZ Auschwitz-Birkenau inhaftiert. Er gehörte eben zu den Musikern, die ja an der Todesrampe spielen mussten damals. Er selber sagte, dass er lieber als Musiker wahrgenommen werden wollte, der im KZ saß, und nicht als KZ-Überlebender, der auch Musik macht. Und ich denke, das werden wir dahingehend auch respektieren, dass wir die heutige Sendung vor allen Dingen aber mit seiner Musik füllen, aber vor allen Dingen, weil er auch ein guter Musiker war. Ein sehr guter. Und das ist das Erste, was wir hören werden, ist eine Eigenkomposition von ihm. Und ich denke, als Intro eignet sich das sehr gut, denn er hat das Stück Meine Gitarre erzählt genannt. Thank you.
E-Gitarre erzählt Coco Schumann. Schätzungsweise eine etwas ältere Aufnahme bereits. Aber dann fangen wir ja eigentlich mal mit der Sendung an. Dein erstes Thema ist Antisemitismus heute, ne? Genau. Ja. Im Jahre 2011 hat der Autor Tuvia Tinbum das Buch Allein unter Deutschen verfasst. Vielleicht habt ihr es ja gelesen. Er beschreibt dort den alltäglichen Antisemitismus, den er hier erlebt hat. Das Feuilleton hat damals in der Besprechung des Buches das deutlich zurückgewiesen. Es gäbe 2011 in Deutschland keinen Antisemitismus mehr. Nun, mittlerweile wird das niemand mehr behaupten. Die Liste der antisemitischen Übergriffe, die man der Zeitung so entnehmen kann, ist lang. Viel zu lang, um sie hier alle zu bringen. Ich habe eine Literaturliste, das sind ein paar Beispiele. Das geht von antisemitischen Schmierereien über Beleidigungen, Bedrohungen bis hin zu manifester Gewalt. In Deutschland sind die antisemitischen Übergriffe im Jahre 2018 um 10% gestiegen. Eine repräsentative Umfrage des Jüdischen Weltkongresses hat ergeben, dass ca. 25% der Deutschen antisemitisches Gedankengut haben. Ganze 42% der Deutschen waren der Meinung, dass die Juden zu viel über den Holocaust reden würden. 28% der Befragten behaupteten, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft und 26% behaupteten, Juden hätten zu viel Macht in der Weltpolitik. 12% aller Befragten gaben an, Juden trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt. Und 22% sagen, Juden würden wegen ihres Verhaltens gehasst. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Diese Untersuchung war vor dem Terroranschlag in Halle. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nannte diesen Terroranschlag ein Alarmsignal. Nein, es ist bei weitem kein Alarmsignal mehr gewesen. Es war nach dem Terroranschlag auch keineswegs so, dass es ein Innehalten gegeben hat oder eine Besinnung. Nein, im Gegenteil. In der Süddeutschen Zeitung habe ich dann im Lokalteil von Bayern gesehen, dass sich allein in München nach diesem Terroranschlag die antisemitischen Vorfälle sogar noch gehäuft haben. Es ist vielmehr so, dass der antisemitische Terroranschlag bei anderen Antisemiten die Schleusen geöffnet hat. Ja, wir haben ein massives Problem mit Antisemitismus in Deutschland. Man findet Antisemitismus in allen Gesellschaftsschichten. Man findet sie rechts, links und in der Mitte. Und das beginnt mit scheinbar kleinen, harmlosen Begriffen. Im Zeitmagazin, hatten sie vor einiger Zeit ein Interview mit dem Historiker Michael Wolfson. Das Interview war in Ordnung. Doch im Einleitungstext stand, dass Wolfson sich sehr um die Verständigung von Deutschen und Juden bemühe. Das ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Das eine ist eine Staatsangehörigkeit, das andere eine Religion. Ich werde am Ende des gesamten Radiobeitrags zeigen, dass Teil der NSDAP-Strategie war, aus der Religion eine Rasse zu machen. Scheinbar, nicht nur scheinbar, offensichtlich wirkt das immer noch in unserer Sprache nach. Ja, vielen Dank, Olli. Also ich lasse mir das jetzt mal durch den Kopf gehen, was du an Statistiken einfach auch gesagt hast und ja, dass es offensichtlich tatsächlich Schleusen öffnet. Also ich habe heute auch selber noch mal ein bisschen durchgeguckt, dass zum Beispiel auch hier in Hannover jetzt wieder was passiert ist, dass am Mahnmal in Ahlem, ja. Heute Morgen oder war das gestern Morgen, weiß ich nicht mehr, eingeritzte Hakenkreuze dort gefunden wurden. Es gab eine doppelte Anzeige, einmal wegen Sachbeschädigung, das ist kann man fast vernachlässigen, aber dann wegen unerlaubter Benutzung von fast verfassungsfeindlichen Symbolen. Ne? Aber das zum Beispiel, dass sich hier auch in der Kahlenberger Neustadt angeblich eine neue Neonazi-Gruppe, die im Untergrund wirken will, gebildet hat. Das habe ich einer unabhängigen Seite entnommen. Ja. Also ich denke, wir müssen weiterhin sehr, sehr wachsam sein. Und also mir macht es Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja. Ja. Weil das auch wo wirklich massiver körperlicher Gewalt bis hin zum Mord vor nichts zurückgeschreckt wird, das haben die letzten 20 Jahre nun auch eindeutig gezeigt. Ja, aus den Worten folgen Taten, das haben wir, ja. Das sehen wir auch. Ja, machen wir mal einen kleinen Break. Wieder ein Stück von Coco Schumann, auch von ihm selbst komponiert. Das Stück heißt, ja, und ich denke, darum geht es in der Welt um, ja, du hast es mal so formuliert, Musik ist Liebe. Just ja. Friends heißt das Stück. Ne? Okay. Thank you.
Just Friends, Coco Schumann. Ja, kommen wir zum zweiten Teil deines Radiobeitrags. Gibt es einen linken Antisemitismus? Hast du mit Fragezeichen versehen? Ja, habe ich mit Fragezeichen versehen. Ja, August Bebel soll angeblich gesagt haben, der Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerls. Nun, Antisemitismus hat zunächst einmal nichts mit rechts oder links zu tun. Und ja, wenn man so will, es gibt natürlich auch einen linken Antisemitismus. Aktuell rausgekommen ist das Buch Unerklärte Kriege gegen Israel, DDR und die Westdeutsche Radikale Linke von 1967 bis 1989 von Jeffrey Hart. Da untersucht er den Antisemitismus der Linken in Westdeutschland eben und in der DDR. Ich habe es bisher natürlich nicht geschafft, dieses Buch zu lesen, es kam gerade erst raus. Antisemitismus taucht durchaus auch im Kleid des Antikapitalismus und oder Antiimperialismus auf. Das heißt natürlich nicht, dass Antikapitalismus oder Antiimperialismus auch gleichzeitig antisemitisch sein müssen. Es heißt lediglich, dass es Schnittmengen gibt. Aktuell ist der Antisemitismus in Deutschland aber ein Problem, das von rechter Seite kommt. Für das Jahr 2017 wurden 1453 antisemitische Straftaten festgestellt. 1377 davon, also 95%, entsprangen einer rechtsextremen Motivation. Lediglich eine einzige antisemitische Straftat entsprang einer linksextremen Motivation. Das sind dann 0,069%. Ausländische Judenfeinde ohne Islamisten sind 33 Straftaten, 2,27%. Religiös motivierter Antisemitismus 25 Straftaten, 1,72%. Motiv nicht erkennbar 17 oder 1,17%. Es geht nicht darum, irgendeine dieser antisemitischen Straftaten schönzureden, ganz im Gegenteil. Aber dennoch, die Zahlen dürften sehr deutlich sein. Für die folgenden Jahre, übrigens sind es jetzt aus 2017, ähnlich. All diejenigen, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es einen importierten Antisemitismus gebe oder dass Linksextremismus genauso schlimm sei wie Rechtsextremismus, sollten sich diese Zahlen noch einmal genauer ansehen. Strafrechtlich gesehen liegen wir bei 95% antisemitischer Straftaten, die von rechtsextremer Seite begangen werden. Linker Antisemitismus, ich muss darauf eingehen, äußert sich oft in Israel-Kritik. Gerne wird lamentiert, dass man Israel nicht kritisieren dürfe, ohne gleich als Antisemit dargestellt zu werden. Das ist Schwachsinn. Man muss nur mal täglich die Zeitung lesen. Beinahe wöchentlich findet man Artikel, die sich sehr kritisch mit der israelischen Politik befassen, sei es das erneute Scheitern einer Regierungsbildung, seien es die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu, seien es Artikel auch über die Siedlungspolitik etc. Weder ist irgendeiner dieser Artikel verboten worden, noch hat irgendjemand diesen Zeitungen, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Antisemitismus vorgeworfen. Was sich allerdings vor kurzem, vor zwei Monaten, November glaube ich, ereignet hat, war leider etwas schlimm, wie ich fand. Die ansonsten so wunderbaren und auch sehr klugen Menschen vom Zentrum für politische Schönheit haben vor ein paar Monaten einen grauenhaft schlimmen Fehler begangen. Sie haben um Konzentrationslager herum die Böden untersucht und dort menschliche Überreste der in den KZs Ermordeten gefunden. Diese menschlichen Überreste haben sie in eine Stele gefüllt und diese vor der CDU-Zentrale in Berlin aufgestellt, um die CDU zu mahnen, nicht mit der AfD zu koalieren. Sie haben die Leichen der Ermordeten für ihre politischen Zwecke missbraucht. Das ZPS hat nach einer gewissen Zeit seinen Fehler eingesehen und hat sich versucht zu entschuldigen. Ich will über diese Aktion gar nicht weiter diskutieren, sondern nur darüber, wie dann später im Netz darüber diskutiert wurde, und zwar im breiten linken Lager. Wer sich gegen diese Aktion ausgesprochen hat, bekam von den Befürwortern dieser Aktion so einiges zu hören. Da hieß es an die Adresse des Zentralrats der Juden, es ist, ich zitiere, es ist nicht schlimm, wenn ihr diese Aktion nicht versteht. Es ist viel schlimmer, was gerade ihr als Nachfahren der Holocaust-Opfer daraus macht. Andere Kritiker bekamen Dinge zu hören wie, dass die Juden die Kunstfreiheit beschränkten, dass sie immer nur jammerten und sich daher nicht wundern dürften, wenn sich die Stimmung drehen würde. Wenn man diese Aktion nicht unterstützen würde und so unversöhnlich sei, dann sei man schuld am nächsten Holocaust. Das alles sind Zitate aus Netzrunden. Ich verzichte in diesem Fall auf Quellenangaben. Das alles sind Zitate von Leuten, die sich eher dem linken Spektrum zuordnen. In anderen Worten, die Juden sind an allem schuld. Mit diesen Worten kann man einen Teil der Diskussionsbeiträge, die die Aktion des ZPS verteidigt haben, zusammenfassen. Die Leute vom Zentrum für politische Schönheit sind natürlich keine Antisemiten. Sie haben mit dieser Aktion lediglich ihre geistige Reiseflughöhe verlassen.
Sie und auch andere Internetaktivisten haben sich selbst und ihre geistigen Fähigkeiten maßlos überschätzt. Aber bei einigen ihrer Verteidiger brach der blanke Antisemitismus durch. Um ein Wort von oben aufzugreifen, etwas umzudrehen, die Nachfahren der Täter erklären heute den Nachfahren der Opfer, wie sie um ihre Toten zu trauern haben. Aber der Antisemitismus ist in Deutschland etwas, das in erster Linie von Rechten betrieben wird, siehe die Zahlen oben. Verantwortlich dafür sehe ich in erster Linie die AfD. Ja, danke, Olli. Kann ich dich so verstehen mit deinem letzten Satz, dass die AfD dafür verantwortlich ist? Ich weiß nicht, wie lange gibt es die Partei jetzt? Ich glaube, so 6 oder 7 Jahre sind das jetzt etwa, ne? Etwa in dem Dreh. Etwa, aber seit 2015 spätestens ist es eine rechtsnationale bis faschistoide Partei. Und der sogenannte Flügel wird ja auch stärker. Und ich verstehe dich so, dass du meinst, ja, dass jetzt offen wieder zutage tritt. So, ich würde es behaupten, oder behaupten nicht, formulieren als geistiges Brandstiftertum in dem Sinne. Ist das so zu verstehen? Ja, das kann man so sagen. Bitte um Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Sind wir beide. Den Antisemitismus gab es natürlich auch, bevor es die AfD gegeben hat, keine Frage. Das hat es eigentlich immer schon gegeben. Es ist nur so, und das würde ich dann in dem folgenden Beitrag bringen, soll ich ihn jetzt gleich bringen? Nein, machen wir danach. Okay. Das ist schon okay, ne? Ganz kurz zusammengefasst, die AfD rüttelt ständig an den Grenzen des Sagbaren, so nenne ich es mal. Sie brechen ständig Tabus und machen das auch sehr bewusst. Die Grenze des Sagbaren und wird immer weiter nach rechts geschoben, das machen sie sehr bewusst. Ja, das stimme ich dir zu. Und also in dem Sinne, ja. In dem Sinne, dass sie Grenzen verschieben und das, was gesellschaftlich wieder als kommod angesehen wird, was vor ein paar Jahren oder gerade zum Beispiel in 70er Jahren oder 80er Jahren undenkbar gewesen wäre. Ne? Also wenn die Leute hören, was gewählte Politiker im Fernsehen von sich geben, dann denken wir, wenn die das dürfen, darf ich das auch. Und somit öffnen sie die Schleusen, dass also der Antisemitismus, der immer schon da gewesen ist, auch zutage tritt. Ja. Deutlicher zutage tritt. Immer mehr. Jeden Tag mehr. Mhm. Ja, machen wir einen kleinen Break. Wieder ein Stück von Coco Schumann. Bearbeitet diesmal. Das Stück heißt Here's That Rainy Day. Komponiert wurde das ursprünglich vom amerikanischen Songwriter Jimmy Van Heusen und die Adaption stammt natürlich von Coco Schumann. Here's That Rainy Day. Thank you.
Here's That Rainy Day von Coco Schumann bearbeitet, ursprünglich von Songwriter Jimmy Van Heusen. Ich denke, der Titel passt heute für den heutigen Tag schon fast. Hat ja doch ziemlich geregnet. Ne? Ja, wir waren zum Schluss bei der eventuellen, oder kurz angerissen hatten wir die Rolle der AfD in der heutigen politischen Landschaft. Und deine nächste Frage ist ja in deinem Essay, ja, ist die AfD eine antisemitische Partei in dem Sinne? Ne? Ja, zum großen Erstaunen muss man sagen, dass ich das erstmal so nicht behaupten würde. Zumindest kann man das nicht aus den Programmen unmittelbar herauslesen. Wohl aber gibt es Antisemiten in dieser Partei und es wird der Antisemitismus angesprochen. Das hatte ich ja schon vorhin gesagt. Wir haben da zunächst die bekannten Zitate von Gauland und Höcke, die vom Nationalsozialismus als Vogelschiss in der Geschichte sprechen. Oder vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas als Mahnmal der Schande. Natürlich haben beide später versucht, das Gesagte zu relativieren. Es gibt in den USA den Begriff des Dog Whistle Politics, also Hundepfeifenpolitik. Das bedeutet, dass man bestimmte Begriffe oder Codes verwendet, die von den bestimmten Leuten, die man erreichen will, verstanden werden. Für den Rest erscheinen sie harmlos, beziehungsweise noch gerade so vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist in diesem Fall bei Gauland und Höcke natürlich schiefgegangen, denn jeder hat deren Intention durchschaut. Noch nicht immer das können sie. Selbstverständlich gibt es in der AfD Antisemitismus. Bundesweit melden die KZ-Gedenkstätten antisemitische Vorfälle. 2018 provozierte eine Besuchergruppe aus dem AfD-Umfeld in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ein Teilnehmer leugnete die Existenz von Gaskammern. Es gibt natürlich auch AfDler, die den Holocaust nicht leugnen, sondern ihn regelrecht feiern, ihn sich zurückwünschen. Der ehemalige AfD-Kommunalpolitiker Mirko Welsch, der aber noch als Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten Rheinland-Pfalz arbeitet, forderte die Abschiebung der Antifa nach Buchenwald. Das gehört jetzt nicht hierher, aber ihr wisst ja, dass die glauben, es gibt eine Antifa. Marcel Grauf, Referent von Christine Baum und Heiner Merz von AfD, sagt, immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Andreas Geiter, AfD, will eine SA gründen und aufräumen und Höcke ist der Meinung, dass es ein Problem ist, dass Hitler als das absolut Böse dargestellt würde. Der Leiter der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten berichtet im Spiegel-Interview von ein paar Wochen, Spiegel Nummer 3, dass er auf einer Facebook-Seite der AfD bedroht und beleidigt wurde. Er sagte, für uns ist schon deutlich, dass das Erstarken der Rechtspopulisten und auch in der AfD in den vergangenen Jahren dazu führte, dass revisionistische Positionen gesellschaftsfähig geworden sind und entsprechend öfter auch vertreten werden. Das hat dafür gesorgt, dass er einen richtigen Shitstorm mit Bedrohung und Beleidigung bekommen hat und dass die Administratoren der AfD-Seite diese Bedrohungen und Beleidigungen nicht gelöscht haben. Sie lassen es stehen und offenbar... Nein, sie lassen es stehen, weil will ich das nicht bewerten. Was ist noch passiert? In Sachsen haben sich Eltern angeblich über die Lektüre in der Schule des Buches, das Tagebuch der Anne Frank, beschwert. Das Buch sei veraltet, hieß es. Und es stelle nur eine Perspektive dar, hieß es. Es ist immer ein Problem, wenn Menschen ihre Meinung mit der Wahrheit und Tatsachen verwechseln. Man fragt sich, welche andere Perspektive diese besorgten Eltern denn gerne einnehmen würden. Das heißt, nein, ich frage mich das nicht, denn ich möchte es eigentlich gar nicht so gerne wissen. Auf den Antisemitismus der AfD wird reagiert von breiter demokratischer Seite. Natürlich, die Gedenkstätte Buchenwald erteilte der AfD erneut für den 27. Januar Hausverbot. Ja, die AfD hat dem Antisemitismus die Tür weiter geöffnet. Durch Äußerungen wie die oben genannten Zitate rücken sie die Grenzen des Sagbaren immer weiter nach rechts. Und das tun sie sehr bewusst. Aus Worten werden Taten und die antisemitischen Anschläge sind die Folge davon. Ja, danke, Olli. Hatten wir am Ende des letzten Teils deines Vortrages ja auch schon angesprochen, dass es wirklich bewusst weiter nach rechts geht. Es wird bewusst gesagt, man muss die Grenzen austarieren. Mal sehen, wie weit wir kommen.
Und das, was hängen bleibt und dass Positionen wieder gesellschaftsfähig werden, die vor ein paar Jahren eigentlich noch undenkbar waren, ja, das ist die Folge davon. Und dann gibt es Menschen, die sich dann nun wirklich ermutigt fühlen, den Worten eben auch Taten folgen zu lassen. Man kann es jeden Tag in der Zeitung lesen. Ja, das so rein. Oder dann auch, was weiß ich, dass Selfies vor dem Tor, wo Albert macht frei steht, in Auschwitz-Birkenau gemacht werden und die Leute sich da eingrinsen. Also das ist einfach sowas von pietätslos. Das ist für mich ganz, ganz, ganz schwer. Ja, es ist noch nicht mal nachvollziehbar, es ist nicht verständlich. Ich glaube, das ist vielfach, warum es gerade in Bezug auf den Holocaust immer noch die, du hörst ja immer wieder von, sag ich mal, sehr einfache, in Anführungsstrichen einfache Meinungen, die dann sagen, ja, aber eigentlich haben die Engländer das in Südafrika erfunden mit den KZs und ob das nun 6 Millionen waren oder nicht, das, also solche Sachen, also wo es immer wieder versucht wird zu relativieren, aber ja, vor allen Dingen glaube ich auch aus Unkenntnis oder dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass es eben einfach im Dritten Reich, es war ein bürokratisch geplanter und industriell durchgeführter Massenmord und das war geplant und es war kein Zufall, keine asiatische Tat, wie einige Historiker dann auch nennen wollten, das so meinten. Und ich glaube, dieser Aspekt, diese Tatsache ist vielen nicht bewusst, ist einfach nicht bewusst, glaube ich. Dass es so in der Form eben deshalb auch einzigartig ist. Ne? Dagegen hilft nur Aufklärung und Bildung. Also ich höre immer, dass viele Leute sagen, sie haben in der Schule viel zu viel über das Dritte Reich gelernt, offenbar nicht genug, wenn solche Ansichten noch kommen. Ja. Was man machen kann oder was ich und viele andere immer wieder versuchen, ist einfach immer die Widerrede mit klaren Fakten, deutlichen Aussagen, die Tatsachen hinweisen und die immer wieder vorführen. Ja, man kann sich nicht oft genug wiederholen. Ja, das Problem ist dabei, dass man dann, dass solche Menschen, wenn sie schon meinen, ja, da haben wir schon genug, dass sie einfach weghören dann. Das ist, glaube ich, das ist ein strukturelles Problem dabei. Wirklich, ne? Leider. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das aufheben sollte. Vielleicht sollte man die Bilder wirklich öfter auch wirklich Bilder zeigen. Es ist ja heute noch viel Film- und Bildmaterial, was da in Archiven schlummert, was nie veröffentlicht worden ist. Also, wenn ich habe mal etwas gesehen, als das waren so Filmaufnahmen, als die amerikanische Armee das KZ Buchenwald, das ehemalige KZ Buchenwald befreit hat. Und da waren kurze Aufnahmen nur, wo ganz einfache Soldaten am Wegesrand saßen und nur gekotzt haben, als sie das gesehen haben. Und es ist bekannt, dass bei der Befreiung durch die Rote Armee in Auschwitz-Birkenau den sowjetischen Soldaten es nicht anders ging. Nur die Sowjetunion hat das halt unter Verschluss gehalten und russische Nachfolger, Rechtsnachfolger bis heute. Aber es soll angeblich auch so gewesen sein. Verwundern würde mich das nicht, weil es eine menschliche Reaktion ist. Ja, natürlich. Jetzt, achso, zu den Bildern zurück. Natürlich sprechen wir alle mehr auf ein Bild an als auf einen Text, selbst wenn man ihn liest oder dass man jetzt wie im Radio das hört. Wir sind eben eher visuell orientiert. Ja, es wäre gut, dass man diese Bilder auch häufiger zeigt. Wenn jemand sagt, ich kann es nicht mehr hören und weghört, würde ich sagen, mein Gott, damit könnte ich noch leben. Aber wenn er anfängt zu sagen, das ist alles gar nicht passiert, das war alles ganz anders, dann haben wir hier ein Problem und da müssen wir jedes Mal gegen angehen. Ja, auf alle Fälle. Bevor wir vom nächsten Absatz, Kapitel kommen, nochmal ein von Coco Schumanns Quintett, diesmal adaptiertes Stück, und zwar ist das ein Menuett, das ist ursprünglich komponiert vom italienischen klassischen Komponisten Luigi Boccherini aus Ende des 18. Jahrhunderts. Ne? Ist ein Zeitgenosse von Mozart und Beethoven. Ne? Hören wir das Menuett.
Minuet, ursprünglich von Luigi Boccherini, bearbeitet von Coco Schumanns Quintett. Ich finde, eine sehr, sehr schöne Version ist das auch. Oh ja. Ich höre das Lied auch ab und zu mal ganz gerne im Radio. Ja, kommen wir zum nächsten Teil. Ja, das sind jetzt, es nennt sich ja insgesamt Fragmente des Antisemitismus, aber du hast es überschrieben mit religiöser Antisemitismus, ja. Und so geht es ja wahrscheinlich auch nicht um eine Religion nur, ne? Dann lass mal hören, was deine Gedanken, die du jetzt ausbreiten möchtest, weil das ist, ich halte das für sehr komplex auch. Ne? Also ja, es ist komplex. Die nächsten beiden oder nächsten drei Kapitel habe ich so für mich Überschrift Wurzeln des Antisemitismus. Das heißt, wir gehen jetzt auch ein bisschen in der Geschichte zurück. Mhm. Es gibt mehrere Formen von Antisemitismus, nicht den einen, der sich durchhält. Wir betrachten jetzt zunächst erstmal den religiös motivierten Antisemitismus und dann den ökonomischen. Und dann werden wir später die Transformation in den modernen Antisemitismus betrachten. Wenn ich den Beginn des Antisemitismus festmachen würde, dann würde ich sagen, das fand im Jahr 380 statt. In diesem Jahr erklärte Theodosius I. in einem Edikt, welches die Gesamtbevölkerung des Römischen Reichs ansprach, das nikaäische Christentum zur Staatsreligion. Das heißt, diejenigen christlichen Lehren, die anderen Religionen, die nicht der verordneten Rechtgläubigkeit entsprachen, wurden verboten. Es kann dann schließlich nur einen geben. Jan Assmann hat mal gesagt, dass in jeder monotheistischen Religion das Gewaltpotenzial bereits drin ist. Das sehe ich nicht ganz so, aber zumindest hier beim Christentum können wir mal schauen, wie das ist. Wir nehmen zunächst einmal althergebrachte antisemitische Vorwürfe. Einer lautet: Die Juden hätten die Kreuzigung von Jesus bewirkt. Der Autor Reza Aslan schreibt in seinem Buch Zelot, der Jesus von Nazareth und seine Zeit, Folgendes dazu. Gehen wir mal davon aus, dass Jesus tatsächlich gelebt habe. Was können wir dann mit Sicherheit von ihm behaupten? Nun, dass er Jude war und dass er gekreuzigt wurde. Nehmen wir das mal als gegeben. Über seinem Kreuz hing ein Schild mit der Aufschrift Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Warum haben die Römer dieses Schild aufgehängt? Um ihn zu verspotten? Nein, sicherlich nicht. Die Römer haben immer Gekreuzigte öffentlich ausgestellt und immer ein Schild angebracht, auf dem zu lesen war, aufgrund welchen Verbrechens der Delinquent hingerichtet wurde. Es gab übrigens vor und auch nach Jesus viele, die sich als Messias und oder gleichzeitig König der Juden anschickten, eine Rebellion gegen die Römer zu starten. Es spricht vieles dafür, dass die Römer ein Interesse hatten, Jesus zu kreuzigen, weil er ein Rebell war und die Römer vertreiben wollte. Deswegen auch das Schild. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass die Juden, die antiken Juden, ein Interesse an der Kreuzigung Jesus hätten. Im Gegenteil. Jesus und seine Anhänger waren innerhalb der jüdischen Gemeinschaft eine Sekte. Viele sagen, eine eher konservative Sekte. Hätten die Juden damals etwas gegen diese Sekte gehabt, dann hätten sie diese auch nach dem Tod des Anführers weiterverfolgt. Dem ist nicht so gewesen, wie man in der Bibel nachlesen kann. Tatsächlich lebten diese, also die anderen Jünger, nach dem Tod Jesu in Jerusalem unbehelligt als Urgemeinde weiter. Der Bruder von Jesus, Jakobus, war mit Petrus einer der führenden Personen dieser Urgemeinde und er war in Jerusalem hoch angesehen. Das Christentum entwickelte sich letztlich aus einer Spaltung dieser Urgemeinde und ist maßgeblich auf Paulus zurückzuführen. Ein entscheidender Unterschied ist der, dass Paulus sehr offen war für neue Anhänger seiner Glaubensrichtung. Angeblich war die Beschneidung der Streitpunkt. Paulus nahm jeden auf, den er kriegen konnte, ob beschnitten oder nicht. Die Urgemeinde um Jakobus und Petrus hat das abgelehnt. Und nun kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, bei dem sich das Christentum vom Judentum unterscheidet. Das Christentum hatte das Bestreben nach Expansion und daraus entwickelte sich der Auftrag zur Missionierung. Etwas, was dem Judentum, wie auch jeder anderen Religion zur damaligen Zeit, völlig fremd war. Begeben wir uns mal, wenn wir schon mal dabei sind, ein paar Jahrhunderte weiter zurück zur Entstehung des Monotheismus. Was entscheidet den Monotheismus von all den anderen Religionen zu der Zeit zwischen 800 und 700 vor? Nun, zum einen ist natürlich der Glaube an nur einen Gott. Klar. Außerdem haben wir die Ablösung des Ritus durch feste Regeln. Wir haben das Bilderverbot. Und wir haben die Abkehr von Menschenopfern. Die jüdische Religion ist von allen Religionen, die es gibt, überhaupt die rationalste. Gott hat schließlich mit Abraham einen Bund geschlossen. In keiner anderen Religion gibt es etwas Vergleichbares.
Im Christentum wiederum kehrt sich alles wieder um. Wir haben einen christlichen Pantheon, der voller Heiliger ist. Ich bin sicher, noch nicht mal der Papst ist in der Lage, alle Heiligen auswendig aufzusagen. Es existieren Unmengen von Statuen und Bilder der Heiligen. Ich habe selber schon viele davon gesehen in Museen. Das ist so viel zum Bilderverbot. Wir haben im Christentum die Trinität, die zum Monotheismus eigentlich konträr steht. Und ganz entscheidend, das Menschenopfer, das Jesus bringen musste, wird zum zentralen Punkt der christlichen Religion. Gunnar Heinzen sagt, die jüdische Überzeugung, dass aus diesem Menschenopfer kein Heil erwachse, und der christliche Glaube, dass nur aus solchem Opfer etwas zu gewinnen sei, bilden den Kern des Konfliktes. Die Christen haben den Juden im Mittelalter, im Spätmittelalter vorgeworfen, auch Menschenopfer und Christenblut zu nehmen für die der Vorwurf, Christenkinder zu ermorden, war immer Anlass für Pogrome. Letztlich ist dieser Vorwurf mit dem Christenblut in der Matze etwas, was die Christen im Grunde selber praktizieren im Abendmahl. Und das werfen sie den anderen vor. Wir haben ja eine Umkehrung. Sigmund Freud hielt die Christen für schlecht getauft. Die christliche Religion hält die Höhe der Vergeistigung nicht ein, zu der sich das Judentum aufgeschwungen hatte. Sie war nicht mehr streng monotheistisch, übernahm von den umgebenden Völkern zahlreiche symbolische Riten, stellte die große Muttergöttin wieder her und fand Platz zur Unterbringung vieler Göttergestalten des Polytheismus in durchsichtiger Verhüllung, ob zwar unter untergeordneten Stellungen. Vor allem verschloss sie nicht dem Eindringen abergläubischer, magischer und mystischer Elemente, die für die geistige Entwicklung der nächsten zwei Jahrtausende eine schwere Hemmung bedeuten sollte. Das Christentum ist keine Fortführung des Judentums, sondern deren Antithese. Ja, danke, Olli. Das ist, finde ich, eine gewagte These. Ah ja. Also in einem Punkt würde ich dir sicherlich recht geben, das ist der expansionistische Drang des Christentums, sich zu verbreiten und vor allen Dingen auch, wenn man die Geschichte betrachtet, waren sie ja häufig nicht gerade sehr zimperlich. Nein. Man muss ja nur in unsere Region gucken, was die Franken, die sich zu dem Hauptstamm der Germanen im Frankenreich aufgeschwungen haben, also ja, die Sachsen wollten nicht. Und man hat das in 25 Jahren Krieg mit einem Schwert einfach durchgesetzt. Ganz einfach, man hat es durchgesetzt. Bei anderen germanischen Völkern soll es nicht ganz so heftig gewesen sein, aber auch in Friesland so hat das extrem lange gedauert. Ja, es gibt nur den einen Gott und ihr müsst alle dabei sein. Oder ihr seid Ketzer oder ihr seid nicht rechtgläubig. Mhm. Und ja, wie sagt man, dieser expansionistische Drang, dieser Missionierungsdrang, das ist tatsächlich dem Judentum ja fremd. Das völlig tun sie nicht und das finde ich auch sehr sympathisch an der Religion. Obwohl mir persönlich Religion nicht sehr viel bedeutet. Ne? Aber gut, aber das ist zumindest sehr missionierend. Ja, das hat das Christentum in 2000 Jahre Geschichte ja wirklich klasse gemacht. Mhm. Egal wo der, ich sage mal in Anführungsstrich, weiße Mann nach 1492 hingekommen ist, es lief eigentlich immer im gleichen Ritus ab. Fast. Ja. Und das hatte Humboldt ja auch schon gesagt, das fällt mir jetzt mal so ein, als er um 1800 in Lateinamerika war. Das ist schlimm, was mit dem einheimischen Bevölkerung passiert. Aber das Allerschlimmste sind die Brüder aus den Klöstern, die kulturelle Identität der indigenen Bevölkerung durch die Missionierung, die sie betreiben, komplett zerstören. Ich glaube, bei der Beobachtung hatte er nicht Unrecht. Und für seine Zeit sehr, sehr weit voraus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja, das Christentum ist keine Fortführung des Judentums, sondern deren Antithese. Da fehlt mir zu viel Hintergrundwissen. Ich habe dir gesagt, das ist eine gewagte These. Ne? Ja. Okay, ne? Ja, so gewagt ist ja auch nicht. Also ich habe das, meine Ausarbeitung basiert natürlich auch auf vielen anderen Werken und Gedanken von Menschen, die viel klüger sind als ich. Ich habe auch eine entsprechende Literaturliste da dran gehängt. Mhm. Ich bleibe dennoch bei der Aussage. Also die entscheidenden Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe, da unterscheiden sie sich. Und da ist das Christentum dreht sich sozusagen wieder letztlich gegen die jüdischen Glaube. Mhm. Das Bilderverbot ist hinfällig. Ich hatte ja, das gibt es nicht. Ja. Bilderverbot im Islam gibt es das beispielsweise. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ich denke, wir spielen einfach erstmal noch mal ein bisschen Musik, bevor wir zum ökonomischen Antisemitismus dann kommen ja. Und zum Schlussfazit. Ja. Habe ich noch was Schönes von Coco Schumann gefunden, und zwar seine Adaption und Bearbeitung des berühmten Stückes Summertime von George Gershwin.
Übrigens ist das ist das Stück, was am häufigsten neu bearbeitet bzw. gecovert wurde, überhaupt in der Geschichte. Es ist nicht Yesterday von den Beatles, sondern, ja, das glauben viele, aber das ist tatsächlich Summertime. Ne? Wir spielen es auch. Ja. Das berühmte Summertime, eine sehr schöne Adaption, sehr ruhige, finde ich. Ne? Hat was, ja, Kammerartiges schon fast, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, ich fand die auch sehr schön. Ich die, kannte die bisher noch gar nicht. Ja. Ja, eben waren wir beim religiösen Antisemitismus. Da fällt mir dann eigentlich noch eine Frage ein. Du hast dich ja sehr den ja, einen Gegensatz oder die Antithese Christentum, Judentum bearbeitet. Ich denke mal, dass es gibt ja auch einen Antisemitismus, der ja zum Teil im Islam herrscht. Und warum hast du das nicht angesprochen? Beziehungsweise, weil da geht es natürlich auch um die Existenz des Staates Israel und im Gegensatz zu den arabischen Staaten. Da hast du gar nicht drüber gesprochen. Ja. Das ist eine Frage, ist das, warum hast du das nicht gemacht? Ist das zu komplex? Oder? Ja. Ach, der Grund ist ganz einfach. Ich bin in dem Bereich nicht kompetent. Also die sich über die Nahostpolitik zu unterhalten, gerade über die Situation Israels seit der von der Staatsgründung an, mit der permanenten Bedrohung, dass die Nachbarn das Land auslöschen wollen, alle Juden töten wollen, das ist nichtsdestotrotz ein sehr kompliziertes Thema und ich bin in diesem Thema nicht drin. Ich kenne mich dann mehr mit den Themen aus, über die ich jetzt heute spreche, über Ökonomie und über Christentum. Da bin ich firm, aber im Islam und Nahostpolitik, da bin ich auch nur Zeitungsleser, wie jeder andere auch. Das wäre besser, dann vielleicht eine Sendung zu machen mit einem, der sich in dem Thema besser auskennt als ich. Gut. Ein Nahostexperte. Gut. Halte ich auch, weil also gerade, ja gut, da muss man auf die aktuelle Nahostpolitik und da mischt jeder, will da mitmischen und das ist eine derartig
sage ich auch. Deshalb halte ich es auch für schwierig. Es ist derartig komplex. Man muss die Geschichte kennen. Und das obendrein. Und es ist aber, wer kocht da welches Süppchen? Und das ist sehr, 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 sehr schwierig, glaube ich. Ne? Also ich habe manchmal den Eindruck, ich habe, also gerade wenn man aktuell sieht, auch in Syrien Bürgerkrieg, ich habe keinen Durchblick mehr. Nicht wirklich, ne? Gut. Ja, kommen wir jetzt zu dem, ja, du hast es genannt, ökonomischer Antisemitismus. Ja. Genau, der ökonomische Antisemitismus. Die Mutter des Attentäters von Halle sagte dem Spiegel im Interview, er, also ihr Sohn, hat nichts gegen Juden in dem Sinne. Er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? Zitat Ende. Im modernen Antisemitismus haben wir immer auch den ökonomischen Bestandteil. Die Juden seien geizig, heißt es häufig, oder die Juden sind eben mit der Geldwirtschaft verbunden. Das ökonomische Vorurteil im moderneren Antisemitismus hat seine materielle Basis in der vorkapitalistischen Zeit, als es den Juden verboten war, als Bauern zu arbeiten und den Christen verboten, die Geldwirtschaft zu betreiben. In Bayern war es, glaube ich, erst 1816 war es in Bayern den Juden erlaubt, Grundbesitz zu erwerben. Im 18. Jahrhundert, also waren als Schutzjuden, wurden sie ab Mitte des 17. Jahrhunderts von Königen, Fürsten und Ähnliches geschützt, aber nur so lange, wie es den ökonomischen Interessen diente. Die Juden waren die Vermittler und gehörten der Distributionssphäre an. Zitat ein bisschen, Horkheim Adorno. Sie trugen kapitalistische Existenzformen in die Lande und zogen den Hass derer auf sich, die unter jenen zu leiden hatten. Um des wirtschaftlichen Fortschritts willen, an dem sie heute zugrunde gehen, waren die Juden von Anbeginn den Handwerkern und Bauern, die der Kapitalismus deklassierte, ein Dorn im Auge. Die Juden waren damals der Gnade ausgeliefert, als Schutzjuden von König und Fürsten. Das Recht galt für sie nicht. In der modernen bürgerlichen Gesellschaft erfasste das Tauschprinzip unser gesamtes Leben. Die Ökonomie, ein rationales, über Sachen und sachliche Verhältnisse, Eigentum und Tausch vermitteltes Machtverhältnis, erfasst alle menschlichen Beziehungen. Gleichwohl lebt im Denken und Fühlen der Zeitgenossen die Vorstellung persönlicher Machtverhältnisse fort. Und mit diesen persönlichen Machtverhältnissen werden dann traditionsgemäß die Juden identifiziert. Die ökonomische Tätigkeit der Juden war also auf die Distributions- und die Zirkulationssphäre beschränkt. Wenn der Arbeiter dann im Kapitalismus seiner Ausbeutung gewahr wurde, dann findet er im Vertreter der Zirkulationssphäre, dem Juden, seinen Feind. Hier haben wir das Vorurteil des Finanzkapitals oder der Juden als diejenigen, die das Finanzkapital in den Händen halten. Wird heute auch gerne noch genommen. Immer gerne fallen die Namen Rothschild und Soros. Er ist in der Tat der Sündenbock, in dem umfassenden Sinne, dass ihm das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird. Horkheimer Adorno stellen fest, dass die Arbeiter den Betrug erfahren, wenn er seinen Lohn auf den Markt trägt. Der Kaufmann präsentiert ihnen den Wechsel, den sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Jener ist der Gerichtsvollzieher fürs ganze System und nimmt das Odium für die anderen auf sich. Die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. Die Juden hatten die Zirkulationssphäre natürlich nicht allein besetzt, aber sie waren allzu lange in sie eingesperrt, als dass sie nicht den Hass, den sie seit je ertrugen, durch ihr Wesen zurückspiegelten. Durch die gesellschaftliche Position der Juden, dadurch, dass die Zirkulationssphäre, in der sie ihre ökonomischen Machtpositionen besaßen, schwindet, sind sie vorbestimmt, Projektionsfläche für die Schuldzuweisung zu sein. Nochmal, sie schwindet. Gleichgültig, wie die Juden an sich selber beschaffen sein mögen, ihr Bild als das des Überwundenen trägt die Züge, denen die totalitär gewordene Herrschaft Todfeind sein muss. Des Glücks ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein, der Religion ohne Mythos. Verpönt sind diese Züge von der Herrschaft, weil die Beherrschten sie insgeheim ersehnen. Nur so lange kann jene bestehen, wie die Beherrschten selber das Ersehnte zum Verhassten machen. Das gelingt ihnen mittels der pathischen Projektion, denn auch der Hass führt zur Vereinigung mit dem Objekt in der Zerstörung. Es ist das Negativ der Versöhnung. Versöhnung ist der höchste Inbegriff des Judentums und dessen ganzer Sinn der Erwartung, so Horkheimer Adorno. Der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts war eigentlich bloß reaktionär. Zwar war in jedem Pogrom, in jeder Prügelei der universelle Mord schon inbegriffen, doch sahen sie ökonomisch noch nicht genug vor sich.
die Antisemiten. Der Antisemitismus war damals noch ein konkurrierendes Motiv subjektiver Wahl. Man konnte sich noch entscheiden. Erst mit der Annahme der völkischen Idee durch die Nazis wurde automatisch auch die Erledigung der Juden übernommen. Was der Einzelne jeweils tun sollte, brauchte er sich nicht erst mehr in einer schmerzhaften inneren Dialektik von Gewissen, Selbsterhaltung und Trieben abzuringen. Für den Menschen als Erwerbstätigen wird durch die Hierarchie der Verbände bis hinauf zur nationalen Verwaltung entschieden, in der Privatsphäre das Schema der Massenkultur, das noch die letzten inwendigen Regungen ihrer Zwangskonsumenten in Beschlag nimmt. So Horkheimer Adorno. Der jüdische Kaufmann wird erst dann vollständig zum Teufel, wenn es ihn ökonomisch eigentlich gar nicht mehr gibt. Der Antisemitismus der Nazis bzw. der Deutschen zielte nicht mehr auf religiöse oder ökonomische Unterschiede ab. Den Nazis ging es um die Reinheit von Rasse und Nation. Hitler hat einen rassistischen Antisemitismus formuliert und als Staatspolitik eingesetzt. Dadurch, dass die ökonomischen und religiösen Vorurteile aufgehoben wurden auf die Ebene des rassistischen Antisemitismus, konnten die Nazis einerseits gegen den jüdischen Bolschewismus und gleichzeitig gegen die jüdischen Kapitalisten agitieren. Jude zu sein galt nun als antideutsch und somit als Feind, der vernichtet wurde. Die Shoah ist das Resultat eines Menschensortierungsprogramms. Mir war das eigentlich auch noch nie so klar. Ich finde, das hast du sehr klasse ausgearbeitet, dass ja diese Annahme der völkischen Idee und diese, dass diese Melange, dieses eingegangen ist, erst ja zu diesem Ausrottungsprogramm, anders kann man es nicht sagen, geführt hat. Es ist harter Tobak, das muss ich ganz ehrlich sagen. Antisemitismus ist harter Tobak. Das ist Antisemitismus und Rassismus zusammengekommen sind. Ja. Und das ist eben diese völkisch-nationale Idee, wie sie sich in Deutschland durchgesetzt hat, was zum Beispiel die Reinheit des Blutes oder wie man das immer nennen mag, die Sprache. In Frankreich ist Nationalismus in dem Sinne, ist der anders gestrickt, weil da geht es um das Bekenntnis zur Republik. Egal, welchen Glauben du hast. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Da vergleiche ich immer gerne Deutschland mit Frankreich, was nicht vergleichbar ist, aber um die Unterschiede mal klar zu machen vielleicht. Ne? Um Unterschiede klar zu machen, muss man vergleichen. Ja, dann gleichsetzen, gleichsetzen darf man nicht. Das ist wohl wahr. Ne? Noch das Fazit? Für mich, das Fazit, du hast ja auch ein Fazit schon. Für mich ist interessant, auch in Bezug aufs Fazit, inwieweit dieser historische Werdegang oder diese historische Melange zwischen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland hat, dass heute überhaupt noch ein Faktor ist oder ob sich das tatsächlich auch schon wieder weiter transformiert hat. Ja, hat es auf jeden Fall. Ich sagte vorhin, dass es verschiedene Formen von Antisemitismus gibt, aber es gibt Dinge, die sich durchhalten. Seit der Nazi-Zeit ist der Antisemitismus ein rassistischer, ein ausgrenzender. Man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Und er ist natürlich immer auch eine Projektion. Am Montag gedachten wir alle der Befreiung von Auschwitz. Ich las viele Kommentare von Rechten zu diesem Thema. Und bei denen heißt es dann immer, ich bin nicht schuld an den Verbrechen der Nazis. Diese Aussage wurde in verschiedensten Facetten überall gebracht. Es gibt dann auch die Begriffe wie Schuldkult, nehmen die auch mit, oder die Moralkeule Auschwitz, gegen die man sich wehrt. Das war Walser, glaube ich, mit der Moralkeule Auschwitz. Natürlich verbunden mit der Forderung, dass damit endlich mal Schluss sein sollte. Man sollte meinen, dass diese Äußerungen eigentlich totaler Schwachsinn sind, weil niemand auf die Idee kommen würde, den heute lebenden Deutschen irgendeine Schuld an den Nazi-Verbrechen zu geben. Uns entsteht eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Warum wiederholen die Rechten immer wieder diesen Stuss? Alle diese Begriffe haben eine bestimmte Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin nicht schuldig an den Verbrechen der Nazis, dann ist das erst einmal richtig, denn ich bin schließlich erst 1966 zur Welt gekommen. Ich bin übrigens, falls es jemand interessiert, ebenfalls nicht schuldig an den Verbrechen, die im 30-jährigen Krieg begangen wurden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich aber einen solchen Satz sage, dann setze ich mich zur Wehr. Das heißt, ich verteidige mich. Ich muss mich aber doch eigentlich nur verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Da ich mich aber nun verteidige, impliziere ich, dass ich angegriffen wurde. Ich kreiere einen anderen, der mich bezichtigt, in diesem Fall schuld an den Verbrechen der Nazis zu sein.
Somit greift er mich an. Und daraus leite ich, oder natürlich nicht ich, der Rechtsradikale, dann das Recht auf die Verteidigung ab. Der andere ist natürlich der Jude. Wie im religiösen und auch ökonomischen Antisemitismus, so haben wir es heute im modernen Antisemitismus mit einer Projektion zu tun. Ich habe oben die Umfrage zitiert, aus der hervorgeht, dass 72% der Deutschen der Meinung waren, dass die Juden zu viel über den Holocaust reden würden. Also 42% fühlen sich angegriffen, beziehungsweise sie werden nicht angegriffen, sie fühlen sich angegriffen und demzufolge kreieren sie einen anderen, einen Gegner. Hier greift übrigens auch die von den Nazis getroffene Unterscheidung von Deutschen und Juden immer noch in unserem Sprachgebrauch drin. Auch heute noch glauben viele Deutsche, dass die Juden nicht zu Deutschland gehören. Die Juden sind nach wie vor die anderen. Und in diesem konkreten Fall sind sie schon wieder die, von denen sich die Deutschen glauben, bedroht zu fühlen. 22% sagen, die Juden würden wegen ihres Verhaltens gehasst. Der Antisemit der heutigen Zeit glaubt also immer noch, dass die Juden selber schuld sind am Antisemitismus. Dass sie der Angreifer sind und sich der Antisemit sich nur verteidigen muss. Das hat sich über all die Jahrhunderte nicht geändert. Ja, danke Olli. Danke für die Arbeit. Und du hast ja sehr, sehr viel Mühe gemacht. Also ich hätte es nicht so machen können. Du hast dich aber wahrscheinlich auch selber sehr, sehr viel mit Antisemitismus beschäftigt, nehme ich mal schon. Wirklich Jahrzehnte jetzt auch. Ne? In der Tat, über Jahrzehnte. Ja. Ne? Einige Sachen musste ich aus den alten Ordnern nochmal rauskramen. Ja. Nee, aber das ist das ist was wir vorhin schon angesprochen haben, im Deutschen, ja, wir, das sind die Deutschen, die Reinheit des Blutes, die Arier und das sind die anderen. Ob das nun Juden ist, kann man auswechseln. Juden, Araber, Türken, egal. Es ist ja auch so, dass heute, wenn ich mit Freundinnen und Freunden rede, die einen Migrationshintergrund haben, die fühlen sich vielfach immer noch nicht als Deutsche akzeptiert, sei es wegen Aussehen, obwohl sie teilweise besser Deutsch können als die Deutschen selber. Ne? Also ja, das muss man einfach auch mal so sagen. Ne? Mit Sicherheit, ja. Und dass das immer noch sehr alltäglich ist. Ne? Sehr, sehr alltäglich sogar. Ne? Ja, und diese Transzendenz zum rassistischen Antisemitismus, das ist eben halt durch die Nazis gemacht worden. Ja. Und das greift bis heute. Ja, es greift leider. Es greift. Es greift. Olli, dann danke ich dir, dass du heute hier zu Gast warst. Es war sehr interessant, was du erzählt hast. Ich danke für die Einladung. Und ich denke, wir schließen damit nochmal mit einem Stück von Coco Schumanns Quintett ab. Der hat etwas sehr Schönes gemacht, nämlich eine Adaption des französischen Volkslieds Sur le Pont, also Sur le Pont d'Avignon. Und ich denke, es geht darum, Friede. Wir hatten schon Just Friends, aber es geht auch darum, Brücken zu bauen, denke ich mal. Anders kann eine menschliche Gesellschaft, glaube ich, in Frieden und vielleicht auch in Freiheit, die Freiheit des Andersdenkenden und des Andersseinen nicht leben. Es geht nicht. Es wird sonst immer Hass dazwischen stehen, Unverständnis, daraus kann Hass erwachsen. Ich denke, das ist etwas, was wir der Beschäftigung mit dem Thema mitnehmen können. Oder anders gesagt, Coco Schumann selbst hat es auch mal sehr schön gesagt, so was er als Musiker überhaupt dabei empfand, wenn er diese Nazi-Zeit erlebt hat. Mhm. Er ist ja 1924 geboren. Das heißt, er ist, als er sich bewusst wurde, so sage ich mal, ich bin der und der, wo man selbst, wenn ich anfängt zu denken, dann waren sie ja schon an der Macht, der sehr früh angefangen hat, Gitarre zu spielen, ja, der gesehen hat, wie dann immer weiter marschiert wurde zu Marschmusik, ja. Wer den Swing liebt, kann nicht im Gleichschritt marschieren. Und ich denke, damit können wir die Sendung wohl heute auch abschließen. Mit einem Stück von Coco Schumanns Quintett noch. Bleibt noch vorweg zu sagen, ja, die Playlist auch von den Sachen, auch wenn es heute keine reine Musiksendung war, wird auf der Facebook-Seite der Sendung Dschungelfieber natürlich wieder eingestellt werden. Die Wiederholung der Sendung ist dann am Freitagmittag um 13 Uhr. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Du hast noch was zu sagen. Nein. Ich habe genug gesagt heute. Ich verabschiede mich auch und bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und hoffe, es war interessant für euch. Ja. Sur le Pont, Coco Schumanns Quintett. Ciao.